dieser Villa leben unsere fünf Mädchen einen Monat lang ganz ohne ihre Eltern. Von Sommer ist heute wenig zu spüren. Grund genug für die Mädels in den Betten zu bleiben. Nur Hilla will unbedingt nach draußen. Kommst du wieder mit? Wohin? Rausrennen. Jetzt? Ja. Oh nein. Bitte, bitte, bitte. Warum? Ich gehe nicht raus. Es regnet nicht so dolle. Ich habe aber keinen Bock rauszugehen. Okay, ich frag wegen. Bitte mehr. Es regnet. Wollen wir nach draußen? Nein. Doch, es regnet bitte. Hallo, Hilla. Ich bin gerade wach geworden. Hilla? Es ist gerade kurz nach 8. Hast du einen Knall? Denkt man dann nur so, und sie dann so, ja, Adrenalin und ja, also man denkt schon ein bisschen, so ist sie so ein Adrenalin-Junkie. Komm, 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 bitte, 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 bitte. Komm. Aber nicht im Pool, ich renne nur draußen. Ja, okay, nur draußen rum. Komm. Wow, okay, okay. Elektrisches Gefühl. Ich bin frei, ich schwere los. Elektrisches Gefühl. Lieber im ersten Atemzug. Elektrisches Gefühl. Und die Stimme, die mir sagt, heute wird ein guter Tag. Heute wird ein guter Tag. Gott, Mann. So kalt. Also einen Sinn hat es auf keinen Fall gehabt, aber es war lustig und ich bin jetzt wach. Scheiße, Janni! Ja. Komm mal schnell! Ja. Mir ist gerade was richtig Scheißes passiert. Oh, mein Gummi ist gerissen. Was los? Da. Bei dir auch? Mhm. Nee, ne? Warte. Mein Gummi ist auch gerade gerissen. Scheiße. Ah. Welches Gummi ist bei dir gerissen? Meinst du, was meine Zähne zusammenzieht? Ja, meins auch. Gleich da hinten. Weil das geht an den ganzen Zähnen und dann ist es da hinten festgemacht. Oh nein. Ja. Du musst unbedingt zum Arzt, du auch, ne? Aha, meine Lücke ist da. Dann geht ihr halt jetzt heute mal zum Kieferorthopäden oder so. Ja, müssen wir. Mhm. Scheiße. Ja, eigentlich ist es schon ein großer Zufall, dass wir beide jetzt ein gerissenes Gummi haben, aber es ist halt nur mal passiert und wir müssen jetzt zum Kieferorthopäden. Mit leerem Magen möchte niemand in den Tag starten. May liebt ihr Müsli mit frischer Milch. Betonung auf frisch. Musst du schütteln, das ist die Molke. Sowas habe ich ja nie. Was? Das ist vergammelt. Ja, das ist die Molke. Oder vergammelt. Das ist doch locker nicht vergammelt. Guck doch mal aufs Haltbarkeit. Oh, das stinkt aber. Okay, dann ist es bestimmt vergammelt. Kipp mal ein bisschen weg, lass mal gucken. Normalerweise tue ich Milch zu Hause immer im Kühlschrank. Wie geht's? Wo war die Milch denn? Da drinne. Ey, pack mal. Da drinne? Ja. Irgendjemand hat die da reingepackt. Oh, nö. Außer ist dann die ganze Milch. Locker nicht die ganze Zeit. Natürlich ist es mir ernst, wenn alles vergammelt ist. Frische Milch, die muss im Kühlschrank. Probier mal. Yeah. Wir müssen mal Milch kaufen. Oh, scheiße, wir haben nur noch Gummimilch. Oh, welcher Horst hat die denn da reingestellt? Ah. Also ich kann das nicht so empfehlen, frische Milch zu kaufen und die dann einfach vergammeln zu lassen, weil die nicht in den Kühlschrank gestellt wird. Und ich weiß auch nicht, welcher Vollidiot das da unten in den Schrank gestellt hat, weil das klar ist, dass Milch in den Kühlschrank kommt. Aber gut, jetzt sind halt 10 Liter Milch im Arsch. Weil man konnte jetzt 10 Pakete wegschmeißen. Ich meine, wir wollten sparen. Toll, jetzt müssen wir wieder neue Pakete Milch kaufen, weil Milch trinkt man viel. Verdorbene Milch und es schüttet immer noch in Strömen. Doch die Mädels lassen sich den Tag nicht vermiesen. Du musst das Wetter positiv sehen, okay? Was dumm ist halt, bei dem Wetter kannst du nichts machen. Ja, wisst ihr, was wir machen können? Wir können mal in so eine Skihalle. Ja, das ist ja. Richtig. Da hätte ich richtig Lust zu. Das ist eine richtig gute Idee. Kann ich nicht Skifahren? Ja, ich hatte meinen Skikurs. Du auch? Ich kann nicht Ski, sondern ein bisschen Snowboard, wenn. Oh, ich kann gar nichts von beiden. Ja, ist doch egal. Weiß jemand, wie spät es ist wegen dem Arzttermin? Viertel nach 9. Wann habt ihr euren Termin? Um 10. Ja, wir müssen jetzt los. Ja? Ja. Ein Besuch beim Kieferorthopäden ohne Eltern? Feli und Mee scheinen in Sachen Arztbesuch alte Hasen zu sein.
Doch dann... Hast du deine Krankenkarte? Scheiße. Ich auch nicht. Scheiße. Was ist mit Geld? Scheiße. Gehst mal kurz rein und holst... Oder ich gehe kurz, wartest du? Ja, okay. Wir haben auch echt die Hälfte vergessen. Wir mussten zweimal wieder reinlaufen. Und er ist schon ein bisschen anders ohne Eltern. Wenn man zu seinem eigenen geht, da ist ja schon alles erledigt. Und das mit dem Geld und das mit der Karte ist ja alles schon fertig. Und hier muss man das alles mitnehmen. Ist schon ein bisschen ungewohnt. Nach einigem Suchen finden May und Feli den Kieferorthopäden und sind sogar noch pünktlich. Guten Morgen. Wir hatten schon angerufen, weil wir Probleme mit der Zahnspange hatten und gerne das mal also angucken lassen würden. Dann möchte ich dich doch bitten, wenn ihr es könnt, ihr seid das erste Mal bei uns, ja. Dass ihr hier oben jeweils das ausfüllt. Ich musste noch nie so ein Formular ausfüllen und Karten geben und sowas. Also ich bin es nicht gewöhnt, aber sowas muss man ja irgendwann machen. Es gibt immer ein erstes Mal. May und Feli arbeiten sich durch das Formular. In der WG haben Hilla und Janni ganz andere Probleme. Wohin mit 10 Litern verdorbener Milch? In welchen Müll gehört das Zeug? Keine Ahnung, Papier? Eigentlich ein grüner Punkt, nur da passt nichts mehr rein. Also sollen wir das einfach hier rein tun? Wollen wir das vielleicht vorher ausschütten? Aber das fängt dir doch voll an zu stinken, oder? Wir da hinten. Ich will nicht, dass das sprüht. Oh, ist das eklig. Scheiße. Also ich glaube, dass meine Mutter da gar nicht von begeistert wäre. Sie hätte mich, glaube ich, auch angeschimpft, weil man so das einfach nicht macht. Und ich glaube, zu Hause gehen jetzt wirklich gar nicht. Aber meine Eltern sind ja zum Glück nicht hier und die können machen, was sie wollen. Also dürfen wir das hier mal tun. Das ist ein fetter Pfannkuchen, guck! Was macht ihr? Das ist nicht euer Ernst. Wir waren mal wieder scheiße. Das ist nicht euer Ernst. So sollte man eigentlich nicht mit Lebensmitteln umgehen. Nein, aber gut, wenn sie verschimmelt sind. Dann kann man ja eh nichts mehr groß mit denen anstellen. Die verdorbene Milch wird vom Regen weggewaschen und Feli und May haben den Kampf gegen die Formulare gewonnen. Jetzt heißt es warten. Wie lange hast du deine Zahnspange schon? Ein Jahr und ein paar Monate. Ja, und du? Ich auch. Ja. Nervt dich deine Zahnspange? Manchmal, aber eigentlich merke ich die jetzt nicht mehr. Nur am Anfang habe ich die gemerkt. War es dir peinlich, damit rumzulaufen? Nein. Bei mir auch nicht. Irgendwie von Anfang an mochte ich das, weil ich finde jetzt nicht, dass es so schlimm an mir aussieht. Aber es tut ja immer nur einmal im Monat oder so weh und das für einen Tag höchstens. Ich weiß nicht, wenn die Zahnspange rauskommt, wird es bestimmt voll komisch. Mhm. Aber mich stört es gar nicht irgendwie, weil so viele von meinen Freunden haben Zahnspangen. Mhm. Endlich hat das Warten ein Ende. Zunächst wird May untersucht. Sie nimmt die Sache recht locker, doch Feli wird immer nervöser. Vor allem so beim Arzt oder so oder beim Kieferorthopäden, dann bin ich voll schüchtern immer. Dann sage ich immer nichts, dann sitze ich immer nur so. Feli, was gibt's denn bei dir? Genau das Gleiche? Ja, bei mir ist es nur so, dass nur diese Lücke hier zusammengezogen wurde. Ja. Und das Gummi halt jetzt gerissen ist. Okay. Ich kann vorher noch sagen, was du für einen Farbwunsch hast. Ich hatte vorher die und ich weiß gar nicht, welche die anderen waren, weil sie haben viel mehr Farben. Kann ich die beiden vielleicht bekommen? Also diese hier und diese. Ja, cool, danke. Im Nu sind die neuen bunten Gummis auch in Felis Zahnspange verbaut. Auch für dich war es das. Also es war auf jeden Fall gut, dass May jetzt mit mir gekommen ist und auch das Gleiche hatte wie ich. Dadurch war das jetzt nicht alles so fremd oder so. Und deswegen war das auch eigentlich gar kein Problem, jetzt hier zu sein. Ja, also auf jeden Fall ist mir jetzt ein Stein vom Herzen gefallen, weil vorher musste ich die ganze Zeit dran denken, oh nein, und was ist, wenn ich nicht zum Kieferorthopäden kann und dann kriege ich meine Lücken wieder alle. Und ja, ist schon ein ganz schönes Gefühl, dass ich jetzt wieder eine neue Catch drin habe. Und ja, bin froh. Wegen des schlechten Wetters machen die Mädchen heute einen Ausflug zur Skihalle.
Wenn's schon kalt ist, dann bitte auch richtig kalt. Hallo! Hallo! Wir wollen gerne Skifahren und Snowboard fahren. Ja. Ja. Welche WG seid ihr? Die Mädchen-WG. Mädchen-WG. Kenn ich gar nicht. Das ist die coolste WG. Ja. Komm mal einfach mit in die coolste WG der Welt und dann kommt das. Das steht da, die Mädchen-WG. Oh. Cool, cooler Mädchen-WG. Damit aber niemand bei so viel Coolness friert, packen sich die Mädchen warm und sturzfest ein. Ich bin richtig aufgeregt wegen dem Snowboardfahren, weil ich das ja auch noch nie getan habe und ich bin ja noch nie mal Ski gefahren. Und ich glaube auch, dass ich mich richtig oft hinpacken werde, aber ich freue mich schon umso mehr drauf. Yay. Hi Mädels, ihr seid von der Mädchen-WG? Ja. Ja, sehr gut. Dann seid ihr genau bei mir richtig. Also auf einer Skala von 1 bis 10 war der Daniel, der uns Snowboardfahren beigebracht hat, auf jeden Fall eine 210. Er hatte diese typische Skater-Surf-Frisur, auf die zumindest ich total stehe, die so rüber ist. Weißt du? Die hatte der. Ja, ich hatte den Mann meines Lebens getroffen, unser Snowboard-Lehrer. Oh, er war so Traum, Daniel. Oh. Die Snowboarder dürfen Skilehrer Daniel genießen. Bei Janni und Alina ruft bereits der Berg. Die beiden sind schon fit im Skifahren. Enttäuscht war ich jetzt eigentlich nicht, dass ich keinen sexy Skilehrer hatte, weil man dadurch halt einfach freier fahren konnte und nicht, das musst du falsch und das musst du alles machen. So. Ich bin halt einfach gefahren, so wie ich gerade Lust hatte und das hat dann auch soweit gepasst. Dann tust du was für die Oberarme. Genau so, sehr gut. Also es ist richtig cool hier, mit dem Snowboard hier so ein bisschen rumzufallen und hinzufahren. Das war schon ein bisschen komisch, so ein Brett unter dem Bein zu haben und sich nicht so gut bewegen zu können. Aber nach einer Weile hat man den Trick raus und man fährt und fällt weiter. Dürfen wir jetzt auch runterfahren? Nee, ich erkläre noch mal die Übung. Wichtig dabei ist, dass 80% unseres Körpergewichts auf dem vorderen Bein steht. Ich wollte noch nicht fahren! Entschuldigung! Zehen anziehen, Zehen anziehen! Sehr gut! Jawohl, weiter auf die Zehen, weiter auf die Zehen! Yeah! Ja. Das Snowboardfahren klappt immer besser und alle Mädchen treffen sich auf der Piste. Was ist eigentlich besser, Urlaub mit Eltern oder mit Freunden? Ich finde Urlaub mit Freunden irgendwie viel lustiger, denn da kann man auch Sachen machen. Man kann mit seinen Eltern nicht so viel machen wie mit seinen Freunden, weißt du? Ich meine, mit Eltern ist geplant und alles, ja. Aber mit Freunden ist es nicht geplant, aber du hast halt mehr Spaß. Aber ich kann zum Beispiel mit meiner Mutter und meinem Bruder auch richtig viel Spaß haben. Nur zum Beispiel einmal sind wir auch in Urlaub gefahren und dann haben wir halt meine beste Freundin mitgenommen. Und es hat dann noch mehr Spaß gemacht, weil alles geplant war und man hatte noch jemanden, mit dem man alles machen konnte. Wenn man Urlaub mit Eltern hat, sagen die Eltern, nee, das darfst du jetzt nicht machen. Und dann hat man so schon seine Grenzen. Wenn man aber so einen Urlaub mit Freunden hat, dann kann man ja wirklich eigentlich alles machen. Es gibt keine Person, dann die sagt, darfst du nicht so. Ja, man kann wirklich alles machen. So, du hast immer einen dabei, der die gemeinsamen Interessen, wie du hast. Ja, genau. Oder zum Beispiel, wenn man am Strand ist mit den Eltern, manchmal haben die gar keine Lust, irgendwie mit ins Wasser zu kommen oder so. Aber eine Freundin oder ein Freund kommt immer mit irgendwie, weil wer hat schon Bock, als Jugendlicher am Strand rumzugammeln, wenn das Meer vor einem ist, so. Ja. Weiter. Ich weiß auch nicht, ich wollte jetzt auch nicht mit ihnen flirten oder so, aber ich bin extra oft hingefallen und so, dass er mir hilft. Und ja, peinlich. Ja, keine Ahnung, ich mochte ihn voll gerne irgendwie.
Das war's mit unserem Snowboard-Kurs. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ja, auf jeden Fall, ne? Alles klar, viel Spaß noch. Ja. Danke. Also mir hat es super gut gefallen, auch wenn ich jetzt ein bisschen komisch aussehe. Aber ich fahre so gerne Ski und bin schon länger nicht mehr gefahren. Und doch, es war ein schöner Tag. Was heißt hier wahr? In Köln machen die Mädels die Entdeckung der Woche. Völlig überraschend treffen sie auf Giovanni, den Sänger der Band Brosis. Schlimmer. Habt ihr schon mal je mit eurem Leben Giovanni gesehen? Nein, das war du. Giovanni. Ja. Was? Das von Brosis, ja. Okay. Wir holen uns jetzt eine Cola. Wir holen uns jetzt eine Cola. Nein, mach die Cola. Einfach rein. Wir müssen nur einmal voll cool tun. Ja, okay. Doch, okay. Geht rein und dann sagen wir. Nase hoch! Nase hoch! Kinder hoch! Hallo? Also, mir ging schon eigentlich richtig die Muffe, weil das ist ein Promi. Du triffst nicht jeden Tag einen Promi und so. Da weißt du ja auch nicht, die waren da zum Essen. Kannst du da dann einfach hingehen so: Hallo, können wir ein Autogramm haben oder so? Weißt du ja nicht, wie du da reagieren sollst oder wie die dann reagieren, können ja auf der einen Seite total nett sein, auf der anderen wieder total fies zu dir. Ganz cool. Ganz ruhig. Hallo. Wir wollen gerne was trinken oder so. Nur essen. Okay, echt? Dann essen wir was. Okay. Nein. Essen wir. Doch, wir essen jetzt was. Okay. Hallo. Langsam, lass die Gläser noch ganz. Und dann waren wir immer so aufgeregt und dann haben wir uns überlegt, okay, wir tun es, als ob wir da was essen wollen. Aber es war alles voll teuer in dem Restaurant. Ey, was wollt ihr denn essen? Ein Salat. Kaffee. Teilen wir uns einen Salat. Ich esse einen Salat. Ich esse gar nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, sie sieht so gut aus. Und dann wussten wir erst nicht so, wie wir das anstellen sollen, dass wir jetzt mit denen ins Gespräch kommen. Und haben uns dann schön die Speisekarte geben lassen. Was machen wir? Extra. Okay, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich würde am liebsten da hinrennen und sagen, hallo! Ja, mach. Aber das sind Promis. Leute, lass uns mal da hinlaufen und einfach hallo sagen. Nein, ich komm. Ja, und als wir dann da drinnen waren und so getan haben, als würden wir nur essen, habe ich mir so gedacht, ach komm, was für Deppen sind wir eigentlich? Und dann bin ich halt da hingelaufen. Und ja, da stand ich halt da und habe so gedacht, okay, was soll ich jetzt sagen? Hallo! 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 Oh mein Gott. Hallo. Ja, alles cool? Ja, und bei dir so? Bei ihm so? Alles gut. Ja, schön. Hi. Was macht ihr denn? Warum seid ihr so viele Mädels? Was macht ihr denn jetzt? Jetzt leben wir fünf in einer Villa ohne Eltern. Und kommt ihr gut klar oder habt ihr ein bisschen Zickenterror? Nee. Zickenterror gibt's eigentlich nicht, aber unsere Villa fällt auseinander. Ja. Wer putzt? Alle. Alle irgendwie. Sie ist ein Putzteufel. Ja, ein bisschen. Wer ist ein Putzteufel? Du? Sie. Ja, ich putz das so. Ja, ja, das ist total eklig, die schmeißen überall alles hin und ich darf hinterher räumen. Ja, aber dafür kriegen wir auch oft Ärger von ihr und dann meckert sie uns immer so an, dass wir aufräumen sollen. Ja. Wir wollten gerade abbauen. Können wir was für euch tun noch? Wollt ihr ein Autogramm, ein Foto? Ja! Oh Gott. So, wie heißt du denn? Hilla. H-I-L-L-A. Hilla? Ja. Mir war eine der Band, die ist Hila. Ich weiß! Krass. Hilla. Ja, oh nicht noch mal heulen. Aber magst du uns so sehr? Ja, ne. Ach, du bist ja süß. Ja, irgendwie musste ich anfangen zu weinen, weil, keine Ahnung, es ist das erste Mal, dass ich einen Promi sehe und dann habe ich auch noch ihn gesehen. Und er läuft ja auch, man sieht ihn ja auch immer so auf dem Fernsehen und er hat in der Band gespielt, macht jetzt immer noch Musik, hat so eine hübsche Frau und deshalb ging es dann eigentlich nicht mehr. Wir haben die wirklich getroffen. Und die waren so normal einfach. Man denkt ja immer so, okay, Stars und so, die sind bestimmt voll so, ja, was wollt ihr denn? Und die waren so nett, die haben sich ehrlich ganz normal mit uns unterhalten, als ob wir die voll kennen würden und haben uns in den Arm genommen und so. Und das war so cool irgendwie. Und ich bin jetzt immer noch aufgeregt und zitter immer noch, wenn ich jetzt davon rede und ach. Nach diesem Highlight sind die Mädchen in bester Stimmung für ein ausgiebiges Shopping. Doch wie sieht's mit der WG-Kasse aus? Er heißt jetzt, wenn wir ankommen, das Geld. Dann ich würde das aber so machen, dass jeder sein Geld bekommt und dann davon das halt alles zahlt. Das ist ja logisch. Ja.
das kauft, was er will. Warte mal, wir haben doch fast 250, ne? Warte mal. 250, ich hab gedacht, wir haben 245. Warte. Und wenn ich jetzt noch 5 Euro von unserem Kleingeld zusammenkriege, dann kann jeder 50 Euro kriegen, ganz einfach. Ja. Wir waren halt alle so im Shoppingfieber, ach egal, komm, die paar Tage jetzt noch, die halten wir auch ohne Essen aus. Okay. Es ist wirklich anstrengend, sich die ganze Zeit darum zu kümmern, dass man genug Geld hat für Essen oder Klamotten oder was auch immer. Aber ich meine, wir sind ja jetzt hierher gekommen, um zu gucken, ob wir das schaffen. Und wenn wir nach Hause kommen, denke ich, dass wir auch alle besser mit Geld umgehen können und wissen, wie es ist, mal zu sparen und alles. Sparen? Was ist das? Wo es doch so viele schöne Klamotten gibt. Anprobieren im Akkord. Wenn nur Markenklamotten nicht so teuer wären. Ach, das ist irgendwie so auf Marken und so, wie diese Marken-Idioten. Naja. Ja, also, tust du, ne? Ja, schon eigentlich. Ich gar nicht, mich juckt das gar nicht. Ehrlich nicht? Ne. Und so generell auf Mode, achtest du da auf? Auf was? Generell auf Mode so. Ja, aber ich achte jetzt nicht darauf, was jetzt in oder out ist, sondern ich habe so meinen eigenen Stil, weißt du? Und das ziehe ich dann auch. Das ist aber auch gut. Ja, das finde ich auch gut. Es gibt dann so Leute, es gibt so einen Jungen, der ist richtig beliebt in meiner Klasse und alle anderen Jungs ziehen sich so an wie er. Das ist richtig dumm. Das ist voll arm. Also ich achte schon darauf, dass ich Sachen trage, die in sind. Mhm. Aber ich trage auch mal Sachen, die vielleicht out sind, aber mir gefallen. Also es ist auf jeden Fall total wichtig, was man anhat. Deswegen achte ich so auch darauf, dass alles stimmt mit meinem Outfit. Weil man einfach total schief angeguckt wird, wenn man mal was Unstimmiges anhat. Und das will ich einfach nicht. Also wenn ich jetzt mal so richtig überlege, finde ich, dass Hilla den coolsten Style hat von uns. Wirklich, weil sie kann Sachen einfach tragen, weil die niemand trägt, die wirklich nur diese Models tragen oder so. Für das perfekte Model-Outfit investieren die Mädels gerne. Und kurze Zeit später ist das ganze Geld weg. Bei Mädchen oder Frauen ist es ja oft so, dass wenn sie dann Klamotten sehen, die sie toll finden, auf einmal voll in so einen Shopping-Rausch kommen und so Shopaholiker werden. Und deshalb ist es auch irgendwie normal, dass jetzt gar kein Geld mehr übrig ist von den 250 Euro. Ohne Geld, aber vollgestylt und glücklich geht's zurück zur WG. Dort wartet noch etwas ganz Besonderes auf May. Du hast den Schlüssel. Wer hat den Schlüssel? Oh, ein Paket. Oh. Achtung. Ey, das wird weg. Das ist für mich. Yay, das ist für mich. Okay. May. Wo geht's auf? Warte. Ach du Scheiße, Mama. Noch ein Handy. Oh, und von deinen Neffen. Oh, wie süß. Ja, das war übertrieben süß. Und oh, ich hätte weinen können. Ich habe ja auch fast geweint. May hat sich halt richtig über das Paket gefreut. Ne? Richtig niedlich, ne? Und ich will, warte, wie oft die süß gesagt hat, Mann. Ich will mich da gar nicht drüber freuen. Was? Ich habe meine Eltern verboten, mir so das zu schicken. Hä, aber wieso würde ich... Nein, ich bin da nicht froh, glaub mir. Aber wieso freust du dich nicht? Dann muss man ja noch mehr an die Familie denken und dann sieht man die Sachen auch die ganze Zeit und dann wird man ja irgendwie dann noch, vielleicht noch trauriger oder so, als man schon ist, dass sie nicht da sind. Aber ich würde mich trotzdem freuen, sowas von meiner Familie zu bekommen, weil dir ja einfach zeigt, dass jemand an, also dass deine Familie an dich denkt und dass es irgendwie scheißegal ist, dass du weg bist. Ein Regentag voller Überraschungen geht zu Ende. Doch im Zweierzimmer ist an Schlafen nicht zu denken. Wie auch, wenn man tagsüber jemandem wie Giovanni begegnet ist. Immer wenn ich so Teenies sehe, irgendwie die im Fernsehen oder so weinen, wenn sie ein Star sind, dann denke ich mir, ja, das denke ich mir auch. Genau, und jetzt habe ich das selbst gemacht. So weit durfte es ja nicht kommen. Ich hoffe, mal Autogramm von denen und eine Umarmung. Ah! Und ein Foto. Auf wessen Kamera ist das? Ich habe das jetzt. Ja. Ja. Oh. Mach das nicht aus. Gute Nacht, Schatzi.